Der Krieg in der Ukraine betrifft uns alle und wir sind fassungslos. So geht es jedenfalls mir und vielen unserer 6500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Alsterdorf. Irgendwas müssen wir tun, irgendwie wollen wir helfen, aber wie? Wir beten, wir denken an diejenigen, die auf der Flucht sind. Wir gehen demonstrieren. Das ist das, was wir tun können. Auch hier in Hamburg versuchen wir zu helfen. Die Stadt kommt auf uns zu und fragt, wo könnt ihr helfen? Das ist die eine Seite. Die andere ist die, dass viele Menschen auf der Flucht sind. Sie wollen nicht mehr in der Ukraine leben oder sie können es auch nicht mehr. Sie fliehen vor diesem schrecklichen Krieg. Nicht nur nach Deutschland, sie fliehen auch nach Rumänien. Und sie suchen dort Unterstützung und Hilfe. Wir als Evangelische Stiftung Alsterdorf sind seit vielen Jahren mit der Rumänienhilfe dort vor Ort aktiv und unterstützen Menschen in dieser Region. Und die Rumänienhilfe wiederum unterstützt jetzt Flüchtlinge. Und deshalb haben wir uns gedacht, da müssen wir ansetzen, direkt dort vor Ort, wo die Leute sind, wo sie Hunger haben. Und jeden Tag 2 Euro würden helfen, damit sie über den Tag kommen, das Nötigste für diesen Tag haben. Ob wir Sie bitten dürfen, uns dabei zu unterstützen, 2 Euro für ein Essen am Tag, das reicht für diesen Tag. Unter www.alsterdorf.de finden Sie die Rumänienhilfe und dort könnten Sie spenden und damit etwas tun, damit Menschen, die auf der Flucht sind, Hilfe erfahren. Mir persönlich geht das so, ich denke, an meine Eltern und an meine Großeltern, die auf der Flucht waren, zu ganz anderen Zeiten, 44, 45. Und deshalb finde ich, es ist eine gute Hilfe, denen zu helfen, die jetzt obdachlos irgendwo sind und nicht mehr ihr eigenes Hab und Gut haben. www.alsterdorf.de für unsere Rumänienhilfe. Herzlichen Dank.